Jeder kann in eine Situation kommen, in der es auf Sekunden ankommt, wenn das Herz plötzlich aufhört zu schlagen. Genau hier kann jeder von uns ein Leben retten, mit einer einfachen, aber lebenswichtigen Maßnahme, der Reanimation. Egal, ob du schon einmal in einer solchen Situation warst oder nicht, nach diesem Video bist du bereit, Leben zu retten. Schock abgegeben. Wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, wie kann ich Menschen in einer Notsituation, insbesondere im Herz-Kreislauf-Stillstand, unterstützen. Und dazu würde ich gerne einmal kurz nochmal darauf eingehen, warum ist das überhaupt wichtig? Warum machen wir das hier? Und der Kreislauf des Menschen ist von existenzieller Bedeutung. Das Herz ist dauerhaft damit beschäftigt, Blut im Kreislauf durch unseren Körper zu pumpen, damit sauerstoffhaltiges Blut zu unseren Organen kommt, zu den einzelnen Zellen kommt und dann sauerstoffarmes Blut, wenn die Zellen nämlich diesen Treibstoff für ihre Arbeit, die sie dauerhaft machen, verbraucht haben, das sauerstoffarme Blut wieder zurückführt zur Lunge, um dort wieder mit Sauerstoff angereichert zu werden. Dieser Kreislauf sorgt dafür, dass alle Zellen ihre Arbeit dauerhaft machen können. Und um diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten, ist das Herz als Motor dafür da. Wenn dieses System jetzt zum Stillstand kommt, dann werden die Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und das bedeutet, dass sie über kurz oder lang absterben, weil ihnen der Stoff zum Leben, der Sauerstoff, fehlt. Wenn wir stellvertretend gucken, welche Zellen das so betrifft und was da so vielleicht mal eine kleine Faustformel, eine Zeit ist. Im Herz ist es etwa so, ganz grob, dass nach 20 Minuten die Zellen beginnen abzusterben und dann nicht mehr ihre Arbeit machen können. Im Gegensatz dazu, das Gehirn, unsere wichtigsten Zellen, sind gleichzeitig die empfindlichsten. Nach 3 bis 5 Minuten ohne ausreichende Sauerstoff Versorgung und Zuführung sind die Zellen nicht mehr in der Lage, vernünftig zu arbeiten, sterben ab. Und im Gehirn sind alle unsere wichtigsten Funktionen verankert und werden darüber gesteuert. Atmung, Sprache, Gang, Bewegung, alles das, was uns ausmacht, ist dort verankert. Diese 3 bis 5 Minuten sind insbesondere deswegen so dramatisch zu sehen, weil wir im Rettungsdienst natürlich eine Zeit brauchen, bis wir bei diesen Patientinnen und Patienten angekommen sind. Und da sind 3 bis 5 Minuten relativ utopisch. Denn zum einen muss dieser Kreislaufstillstand erstmal entdeckt werden. Dann muss in der Leitstelle angerufen werden, der Notruf gewählt werden. Dieser Einsatz muss dispositioniert werden. Und die Rettungsmittel müssen alarmiert werden. Wir müssen uns zu unseren Fahrzeugen begeben, dahin fahren. Und je nachdem, wie weit die Einsatzstelle entfernt ist, brauchen wir natürlich auch einen Augenblick. Wir beeilen uns schon sehr, aber diese 3 bis 5 Minuten sind eine schwierig zu haltende Zeit. Und je weiter man von einer Rettungswache entfernt diesen Notfall entdeckt, desto länger dauert diese Zeit. Und realistisch sind nach Absetzen des Notrufs 9 Minuten, vielleicht 12, manchmal sogar 15 oder mehr, je nachdem, welches Rettungsmittel kommt. Und jetzt kommen wir ins Spiel, die Laienhelfer. Zum einen, am ersten Punkt in dieser sogenannten Rettungskette ist es so, dass wir rasch erkennen müssen, wenn es Patientinnen und Patienten schlecht geht. Diese typischen Symptome, ja, der Griff zum Herz, dieser stechende Schmerz in der Brust, Ausstrahlen vielleicht in den Arm, Kreislaufprobleme, Kaltschweißigkeit, Übelkeit, alles das, was ein Anzeichen dafür ist, dass der Patient möglicherweise oder die Person möglicherweise einen schlechten Kreislauf hat oder ein ernstzunehmendes medizinisches Problem, muss für uns ein Warnsignal sein, sodass wir relativ zügig einen Notruf absetzen und Rettungsmittel alarmieren, die dann in der entsprechenden Zeit ankommen, in der Hoffnung, dass wir vor dem Kreislaufstillstand dort sind, um diesen dann gegebenenfalls auch noch abwenden zu können. Jetzt erkennen wir aber vielleicht diese Zeichen nicht oder diese Zeichen passieren unbeobachtet und wir kommen erst in der Situation dazu, wenn die Person schon auf dem Boden liegt und einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hat. Dann ist es wichtig, dass wir früh mit der CPR, der kardiopulmonalen Reanimation, Herzdruckmassage, Wiederbelebung, Herz-Lungen-Wiederbelebung, gibt es viele Namen für, aber im Grunde sagen sie alle das Gleiche aus, nämlich das, was auf diesem Piktogramm zu sehen ist. Wir müssen von außen das Herz komprimieren, damit wir sozusagen die Herzfunktion nachahmen und wieder einen Kreislauf aufbauen, um Zeit zu gewinnen. Was bedeutet Zeit gewinnen in diesem Kontext? Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden,
atmen in der Regel noch, bis sie ihn erleiden. Das heißt, die Lunge ist voll mit Sauerstoff, das Blut ist angereichert mit Sauerstoff und dann fallen sie um. Jetzt haben wir Sauerstoff in der Lunge und Sauerstoff im Blut und dieses muss zirkulieren, damit es da ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird, in unserem Gehirn, dort, wo die Zellen am empfindlichsten für Sauerstoffverlust oder Sauerstoffmangel sind. Und das schaffen wir, indem wir von außen komprimieren. Und damit können wir diese 3 bis 5 Minuten ausweiten. Eine frühe Defibrillation, um das Herz zu starten, ist auch wichtig. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das bedeutet. Und hier sieht man es ja auch grafisch so ein bisschen dargestellt. Hier ist die Welt noch in Ordnung, so halbwegs. Danach geht es bergab. Und wenn das alles gut funktioniert, dann sind wir in dieser Reanimationsphase in der Phase nach der Reanimation im Krankenhaus, um Lebensqualität wiederherzustellen oder zu verbessern. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich eine Person finde, die leblos am Boden liegt? Wie kann ich helfen? Als allererstes muss ich die Person ansprechen, laut ansprechen. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Benötigen Sie Hilfe? Geht es Ihnen gut? Laut ansprechen und gegebenenfalls wachrütteln, Körperkontakt. Ja, mal richtig kräftig an den Schultern schütteln, laut ansprechen und fragen, was denn jetzt da los ist. Sollte die Person darauf nicht reagieren, muss ich überprüfen, ob sie atmet. Das kann ich relativ einfach machen, indem ich leicht den Kopf überstrecke. Warum müssen wir das machen? Wenn Patienten oder Personen auf dem Rücken liegen, alleine durch das Eigengewicht des Gewebes, welches sich im Halsbereich befindet, Zunge, kann dieser Freiraum, den wir haben, wo die Atemluft durchgeht, teilverlegt sein oder ganz zu sein. Wer schnarchende Partnerinnen und Partner zu Hause hat, der weiß, wovon ich rede. Und über dieses Überstrecken können wir das Gewebe wieder etwas straffen und damit diesen Freiraum wieder etwas aufziehen. Und dann überprüfen wir die Atmung so für ungefähr 10 Sekunden, indem wir sehen, hören und fühlen. Wir sehen, hebt und senkt der Brustkorb oder der Bauch sich. Wir hören, ob wir ein Atemgeräusch haben. Und wenn wir nah mit unserem Ohr an Mund und Nase gehen, dann können wir vielleicht an der Wange auch einen Luftzug spüren. Wenn das soweit okay ist, dann in die stabile Seitenlage legen, die Person weiter betreuen und darauf warten, dass der Rettungsdienst eintrifft. Wenn ich jetzt mit meinem Rettungsmittel ankomme und der Patient liegt da nicht mit so einem perfekten 90-Grad-Winkel im Oberschenkel, ist es nicht schlimm, ich reiße da niemandem den Kopf ab und ich schimpfe auch nicht. Wichtig ist, dass der Patient auf der Seite liegt. Wer eine kleine Eselsbrücke braucht, hallo Taxi, ich bin müde, ich will schlafen. Und solange der Patient stabil auf der Seite liegt und weiter betreut wird, ist auch da an dieser Stelle erstmal alles getan. Der etwas unangenehmere Fall ist, dass wir die Atmung überprüfen und keine Atmung feststellen oder keine normale Atmung. Keine Atmung ist uns allen klar, keine normale Atmung können wir vielleicht grob einschätzen. Das bedeutet, wenn wir irgendetwas sehen, was mit Atmung einhergeht, also schnell oder langsam oder flach oder doll angestrengt, dann ist das alles irgendwie Atmung, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht normale Atmung, aber schon Atmung, die okay ist. Wenn es aber alle 10 Sekunden nur ein kurzes Einatmen gibt, dann ist das keine normale Atmung mehr und dann sind wir im Bereich, wo wir sagen, das ist keine Atmung bzw. keine normale Atmung, mit der man leben kann und dann müssen wir handeln. Als allererstes Hilfe rufen. Zum einen die 112, zum anderen umstehende Personen direkt ansprechen und sagen, Sie da drüben in der grünen Jacke, Sie mit dem weißen Käppi, Sie mit der Motorradkleidung, kommen Sie her, ich brauche Ihre Hilfe. Personen direkt ansprechen hat sich als zielführend erwiesen, denn wenn man so in den Raum hineinruft, kann mir jemand helfen, fühlen sich selten Leute angesprochen. Die 112 kommt in der Leitstelle raus und dort sitzen Disponentinnen und Disponenten, die exakt diese Dinge, die vorher gelaufen sind, abfragen. Atmet der Patient? Lässt er sich erwecken? Wenn man das mit Nein beantwortet, werden die über Telefon auch anleiten, wie man sich weiter zu verhalten hat. Also auch da bekommt man nicht nur den Rettungsdienst, sondern auch eine direkte Hilfestellung für diese Notsituation, in der man sich befindet. Auch wenn man sich da alleine fühlt, man ist es nicht. Wie geht es dann weiter? Wir suchen uns den entsprechenden Druckpunkt, denn wir müssen jetzt Thoraxkompression oder Herzdruckmassage machen. Dazu nehmen wir die Mitte des Patienten und dann etwa die Mitte des Brustkorbes, hier wo das harte Sternum ist, das Brustbein. Dort legen wir eine Hand auf und direkt danach die zweite. Hier ist jetzt stellvertretend diese überkreuzte Fingerstellung angezeigt. Man kann
diese überkreuzten Finger machen. Man kann die Hände auch in einem 90-Grad-Winkel machen, die Hände flach übereinander legen. Wichtig ist nur, dass beide Hände auf diesem Druckpunkt sind. Wir mit dem Handballen Kontakt hier zum Brustbein haben. Einen stabilen oder stabil neben dem Patienten oder der Patientin knien und dann beginnen, den Thorax oder den Brustkorb zu drücken. Und das Ganze haben die Briten sich mal überlegt mit so einer Kampagne, die im Fernsehen lief, von Vinnie Jones. Push hard, push fast, don't interrupt. Also hart drücken, schnell drücken und keine Pausen machen. Hart bedeutet in diesem Fall 5 bis 6 cm. Das ist ein ordentliches Stück, das muss man sich schon erstmal trauen und das ist auch ziemlich anstrengend. Aber der Gedanke, der uns dabei tragen sollte, ist, wir haben diesen Brustkorb als Schutz für unsere inneren Organe. Der ist relativ stabil. Und dahinter liegt das Herz. Und wir wollen mit unseren Thoraxkompressionen, mit unserer Herzdruckmassage, dieses Herz ja zusammendrücken, damit es Blut auswirft, damit wir diesen Kreislauf bekommen, damit wir wieder Sauerstoff in die Regionen bewegen, wo wir sie hinhaben wollen. Und da muss man halt Kraft für aufwenden. Also keine Angst, 5 bis 6 cm darf es nicht nur sein, sondern sollte es auch sein. Und dann erreichen wir auch einen guten Kreislauf. Gleichzeitig sollte es auch schnell sein, 100 bis 120 pro Minute. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es viele Songs, die da so rumgeistern. Zum Beispiel Staying Alive von den Bee Gees. Yellow Submarine von den Beatles funktioniert auch ganz gut. Etwas makaberer von der Titelwahl her sind AC/DC Highway to Hell und Helene Fischer Atemlos. Die würde ich nicht zwingend empfehlen. Wer es etwas fröhlicher mag, gerne auch den Biene Maya Titelsong. Alle diese Lieder haben 100 bis 120 Beats per Minute. Und wenn man sich die vorsummen kann oder im Kopf durchgeht, dann hat man ein gutes Gefühl dafür, welche Geschwindigkeit das ist. Auch ich als Berufsanfänger habe von den Bee Gees Staying Alive immer wieder im Kopf in so einer Situation durchgespielt, damit ich einfach den richtigen Rhythmus habe. Und wenn möglich, keine Pausen. Das ist deutlich leichter gesagt als getan, denn das ist sehr anstrengend. Die Tiefe, die Frequenz, das ist schon körperlich belastend, aber wenn eine zweite Person oder noch weitere Personen da sind, kann man sich da abwechseln. Allerdings muss man dabei natürlich beachten, die Pausen sollten so gering wie möglich sein und man sollte auch nicht zu häufig wechseln. Weil wir mit jeder Thoraxkompression, mit jedem Drücken auf den Brustkorb, bauen wir uns ein Stück Blutdruck auf. Und wenn wir eine Pause machen, bricht er relativ schnell wieder zusammen. Das heißt, wir fangen dann wieder bei Null an und wir wollen ja einen schönen Kreislauf generieren. Also, wenn möglich, 2 Minuten durchzuhalten und dann einen kurzen Wechsel zu machen, das wäre der Idealfall in diesem, oder das wäre das Ideal in diesem Fall. Das war es eigentlich auch schon, fast. Jetzt kommen noch so ein paar kleine Feinheiten dazu, zum Beispiel der AED, der automatisierte externe Defibrillator. Im Zuge des Herz-Kreislauf-Stillstandes gibt es verschiedene Herzrhythmen, die wir mit einem kurzen Stromimpuls potenziell beheben können und die dazu führen, dass das Herz wieder in einen eigenen, vernünftigen Rhythmus schlägt und wieder den Kreislauf übernimmt. Das Ziel, was wir ja eigentlich mit dieser Reanimationssituation auch erreichen wollen. Und als die Wichtigkeit dieser Stromstöße erkannt wurde, hat man angefangen, diese AEDs, diese automatisierten externen Defibrillatoren, auch frei zugänglich aufzuhängen und sie so zu konzipieren, dass ein Laie sie bedienen kann. Deswegen sage ich meinen Schülerinnen und Schülern in der Schule gerne, die Dinger heißen Aufstellen oder das steht für Aufstellen, Einschalten und drauf hören. Denn sie sind wirklich für Laien gemacht. Wenn man das Gerät aufklappt, einschaltet, dann sagen die mir schon, bitte steckt den Stecker hier rein, bitte klebt das Ding dahin, bitte die gelbe Taste drücken, bitte nicht den Patienten berühren, bitte weiter Thoraxkompressionen durchführen. Pad aufkleben. Pad-Stecker neben dem blinkenden Lämpchen einstecken. Pad aufkleben. Stecker einstecken. Pads aufkleben. Stecker einstecken. Patient nicht berühren. Analyse läuft. Schock empfohlen. Patient nicht berühren. Schock jetzt abgeben. Schock abgegeben. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Diese Defibrillatoren
zu erkennen an diesen grünen Schildern. Die zeigen an, dass irgendwo so ein AED hängt. Und wenn man mit offenen Augen ab heute mal durch die Welt geht, in vielen öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, zum Teil auch an Privathaushalten, kann man diese Geräte zum Teil finden. Dazu muss gesagt werden, der AED ist eine tolle Sache, aber der steht nicht über der Thoraxkompression. Wenn ich alleine da bin und Wiederbelebungsmaßnahmen mache, dann laufe ich nicht weg und lasse den Patienten da liegen, um so ein AED zu holen. Wenn wir zu zweit sind, müssen wir abwägen, lohnt es sich, diesen Weg jetzt zu machen, oder ist es vielleicht besser, wenn wir weiterhin unsere Wiederbelebungsmaßnahmen machen und uns abwechseln und vielleicht eine dritte Person informieren, die uns einen AED von sonst wo aus der Nähe vielleicht herholt. Es ist nett, wenn wir das Gerät haben, und wenn es in der Nähe zugänglich ist, sollten wir es auch benutzen, aber nicht auf Kosten der Wiederbelebung, die wir schon durchgeführt haben. Prüfen, rufen, drücken ist der Leitspruch der Reanimation für Laienhelfer. Wir prüfen, ist die Person ansprechbar, ist sie es nicht. Prüfen wir die Atmung, ist keine Atmung vorhanden, rufen wir um Hilfe. Rufen die 112 an, rufen Personen um uns herum, damit wir weitere Hilfe und Unterstützung haben. Und dann beginnen wir zu drücken. 100 bis 120 Mal pro Minute, 5 bis 6 Zentimeter tief. Und das Ganze so lange, bis die Rettungskräfte eintreffen. Jetzt wissen alle, wie man einen Herz-Kreislauf-Stillstand feststellt. Keine Reaktion, keine Atmung. Wie man einem Menschen im Herz-Kreislauf-Stillstand helfen kann, nämlich mit Thoraxkompression. Und das lässt mich zu der mutigen Aussage hinreißen, du kannst jetzt ein Leben retten. Denn wenn man prüfen, rufen, drücken beherzigt, dann kann man schon viel helfen und viel bewegen. Diese 3 bis 5 Minuten ausdehnen, bis professionelle Kräfte dann mit dem Rettungsdienst eintreffen und die Arbeit übernehmen. Und an der Stelle, bevor ich alle einlade, das in der Praxis auszuprobieren mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die da schon ganz ungeduldig warten, wir haben sie schon ein paar Mal gehört, ist noch Zeit für Fragen. Eine kommt an dieser Stelle immer, auf die warte ich, ansonsten beantworte ich sie gerne selbst. Exakt, das ist die Frage, genau. Exakt, das ist die Frage, auf die ich warte. Also, im Idealfall ist es natürlich schöner, sage ich mal, wenn wir noch Sauerstoff dem Patienten zuführen, um einfach ein höheres Sauerstoffangebot zu haben. Wenn das wohlriechende Verwandte sind, würde ich mir das auch zutrauen. Wenn es aber Personen sind, die ich im öffentlichen Bereich finde, die möglicherweise auch durch diesen Kreislaufzusammenbruch einen Sturz erlebt haben, wo sie sich die Lippe blutig aufgeschlagen haben, Zahn ausgeschlagen haben oder in irgendeiner anderen Form, sage ich mal, im Zug auf Infektion und Hygiene, wo ich nicht zwingend meine Lippen draufpressen möchte, dann ist es durchaus ein legitimes Mittel, ausschließlich Thoraxkompressionen zu machen, um natürlich auch mich selbst zu schützen, denn als Ersthelfer muss ich mich nicht in Gefahr begeben. Und ich hatte es ja gesagt, wir haben noch Sauerstoff im Blut und das muss zirkulieren. Ich muss nicht zwingend beatmen. Wenn man es sich zutraut, ist es natürlich etwas schöner und man hat auch durchaus oder die Patienten haben durchaus noch ein gewisses Maß an Benefit dann davon. Aber wenn ich nicht möchte, muss ich auch nicht. Wie du jetzt weißt, ist die Reanimation keine Magie, sondern etwas, das jeder von uns lernen kann und sollte. Wenn du das nächste Mal in eine solche Situation kommst, erinnere dich, prüfen, rufen, drücken. So kannst du ein Leben retten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses wichtige Wissen zu lernen. Teile dieses Video, damit noch mehr Menschen Leben retten können. Falls du Fragen zu dem Thema Wiederbelebung hast, schreib diese gerne in die Kommentare.